Hallo und herzlich willkommen. Es ist Donnerstagabend, 19 Uhr. Ihr wisst, was das heißt. Für alle Freunde der Ästhetik und der schönen Zahnmedizin gibt es heute eine neue Folge Ästhetik Possibilities. Und heute haben wir einen Fall, der sich nur im Oberkiefer abgespielt hat. Dafür da aber vom rechten bis zum linken Ohr, denn die Patientin störte sich ja, an der Form ihrer Zähne, die Farbe, kleine Füllungen, so ein bisschen abgenutzte Schneidekanten. Also die Patientin war vom ästhetischen Anspruch her eine 8 bis 10, wollte also wirklich das Optimum für sich rausholen. Viele hätten jetzt vielleicht gesagt, ja, hat sie jetzt doch eigentlich so gar keine Probleme. Aber das ist das, was wir ja auch mit unserem Format in den Vordergrund oder ins Bewusstsein rufen wollen. Nicht das, was wir unbedingt für unsere Patienten uns wünschen, muss immer das Richtige sein, sondern am Ende ist es der mündige Patient, der sich für oder gegen eine Behandlung entscheidet. Und sie war aus Stuttgart und hat uns eben dann besucht und wollte eine Versorgung haben, die ihre Oberkieferzähne auf ein neues Level hebt. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie sie zu uns kam. Und jetzt werdet ihr sagen, wie ich es jetzt auch gerade schon angedeutet habe, so ist doch da jetzt eigentlich alles in Ordnung. Ja, auf den ersten Blick stimmte ich da auch mit zu. Aber sie störte sich eben so ein bisschen an der Form. Also ihr waren die Zähne tendenziell ein bisschen zu abgenutzt, hier so ein bisschen ausgesprengt. Dann hat ihr die Farbe war auch ein großes Thema. Die Farbe hat ihr nicht so gut gefallen. Sie wollte eigentlich gerne hellere Zähne haben. Dann hat sie auch so ein bisschen die Lücke gestört. Also es war insgesamt so ein bisschen mehr verschönern, als denn jetzt komplett irgendwie sanieren. Es war jetzt wirklich also ein Fall, wo es rein um Ästhetik ging und wo sie wirklich jetzt dann einfach ein bisschen größere Zähne auch haben wollte und ein bisschen mehr, auch so Struktur, so auch nach hinten, das seht ihr gleich beim Nachherbild, so dass man quasi auch die Morphologie der Zähne wahrnimmt, dass man diese Höckerspitzen darstellt und dass man das eben alles schön sieht. Und hier sehen wir jetzt dann schon die fertige Versorgung, also hier sehen wir jetzt quasi, dass die Lücke immer noch so ein bisschen da ist, aber die wird jetzt zugehen, weil wir nämlich jetzt den Approximalkontakt ein bisschen angehoben haben. Das heißt, das Zahnfleisch wird da so ein bisschen rein sneaken und dann ist diese Lücke auch zu. Die Zahnform ist jetzt insgesamt etwas harmonischer. Das heißt, wir haben jetzt im Seitenzahnbereich schon diese, was ich eben angedeutet habe, diese Höcker-Morphologie und diese eben etwas ausgeprägteren Zahnformen, sodass wir jetzt nach hinten eben dann auch ein bisschen breiteres Lachen hinkriegen. Ja? Also, dass wir jetzt nicht so einen engen Kiefer haben, sondern so ein bisschen breiteren Kiefer. Und hier seht ihr das jetzt noch einmal in der Totalen. Also wie gesagt, hier Zahnfleisch wird noch ein bisschen reinkommen, dann ist die Lücke zu. Und hier seht ihr jetzt wirklich einmal diese Kauebene, sodass sie jetzt quasi wirklich auch diesen breiten Zahnbogen hat und dass das Ganze jetzt eben auch farblich für sie ein ganz anderes Erlebnis ist. Denn sie wollte auf jeden Fall helle Zähne haben und den Wunsch konnten wir ihr mit diesen Veneers und Teilkronen sind es streng genommen im Seitenzahnbereich erfüllen. Der Unterkiefer kann sicherlich dann auch irgendwann vielleicht nochmal versorgt werden. Wie gesagt, Kernaufgabe war jetzt aktuell der Oberkiefer und hier seht ihr jetzt nochmal die Gegenüberstellung. Also es war jetzt wirklich nicht viel, was hier zu korrigieren war. Es war eigentlich an allen Ecken immer nur so ein bisschen und ja, aber sie wollte, wie gesagt, eine schönere Farbe, eine harmonische und homogene Farbe vor allem auch. Also man sieht ja hier auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Farben, diese Farbverläufe, auch so ein bisschen so ansatzweise Fluorosen heißt eben diese etwas helleren Strukturen in den Zähnen. Und das wollte sie eben alles kaschiert haben. Und deswegen haben wir ihr an dieser Stelle dann zu einer Behandlung mit Veneers geraten. Ja. Wenn euch dieser Fall gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr was zu kritisieren habt, auch immer in die Kommentare schreiben. Also wir sind da jetzt nicht so, dass wir uns nur beklatschen. Wir beklatschen uns natürlich sehr gerne, aber wir hören uns auch gerne kritische Äußerungen an. Und deswegen schreibt uns doch, was ihr auf dem Herzen habt, ob euch das gefällt, ob euch das zu krass ist, ob ihr das jetzt so an der Stelle gar nicht gemacht hättet. Lasst uns ein Like da, wenn es euch gefällt. Abonniert unseren Kanal. Und dann sorgen wir in regelmäßigen Abständen für einen schönen neuen Content und irgendwann heißt es auch dann wieder eine neue Folge für Aesthetic Possibilities. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut.